sehen, was da stand. Blendet dich ja nachts auf einmal ja, so. Du so, wenn hier mal Gas gibst. Diese Horrorfilme so. Alle jetzt her anrufen. Immer wenn ich Gas gebe, werde ich geblendet. Warum? Genau, ich bin geblendet. Liebes bei Kraft, jetzt wird es schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute baue ich erstmal was ein, was ich noch nie gemacht habe. Es ist ein M-Performance-Lenkrad. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir ein Display in der Mitte und dann haben wir hier Sachen. Zum Beispiel Drehzahl zeigt er uns an. Wassertemperatur zeigt er uns an. Und vieles mehr, was ich gleich auf jeden Fall zeigen werde. Es geht jetzt eigentlich rein um den Umbau. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe es das erste Mal bei BMW gesehen gehabt und ich habe es auf jeden Fall sofort gefeiert. Wenn ihr irgendwann ein Auto kauft, wird ihr dann sehen, ja, Massagesitze, Sitzheizung, Sitzkühlung, Panoramadach und dann wird da stehen Lenkrad mit LED-Anzeige, kleiner Display. Dass man irgendwann so ein Lenkrad verbaut hat, was standardmäßig ist, Navigation und so, alles da angezeigt wird. Weil das ist ja das Erste, was du im Auto siehst, als Fahrer. Glaube ich schon, dass sowas sich auf jeden Fall irgendwann durchsetzen wird. Wie so eine Rückwärtskamera, PDCs, was auch immer. Boah, ist es kalt hier, ne? Ja. Boah. Wir müssen die Heizung ausmachen, weil die Heizung so laut ist. Der Einbau ist eigentlich in der Regel sehr, sehr einfach. Also ich will jetzt euch jetzt nichts in den Kopf setzen. Also ihr sollt sowas nicht selber machen. Man muss natürlich ein paar Sachen raustrennen. Ihr habt ja so einen Schaumstoff unterm Lenkrad, Leder, Schaumstoff. Das müsst ihr alles rausholen. Ihr braucht einen Kleber, was hier reinkommt und ihr muss ordentlich draufkleben, damit das Ganze sich nicht mehr bewegt. Bei meinem Fall war es ein spezieller Scheibenkleber. Ich liebe Scheibenkleber. Alter Schlacht schon. Alter ist immer so, ey, Jonas, bei mir muss ich das und das machen. Ist so, okay, ich bringe Scheibenkleber mit, ich komme. Weil das Ding hält, das ist auch bombenfest. Was könnte man denn alternativ nehmen? Alternativ kann ich echt nicht sagen. Ich kriege nur das und da drinnen ist einfach nur alles hohl. Also hättest du von diesem Schaum sowieso was abtragen müssen? Ich musste es machen. Ich habe es auch so gemacht, ich habe richtig Scheibenkleber drauf gemacht und das Ding hält. Das ist auch für mich wichtig. Und jetzt wird ihr natürlich denken, ey, willst du das jetzt so lassen? Nein, das wird natürlich nicht so gelassen. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Problem. Es gibt in Deutschland keinen, wo dir das Ding so wegschickt und sagt, ey, bauen wir das auf ein Lenkrad ein. Weil erstens, die Kabel müssen hier verlegt werden oder da, je nachdem, wie ihr es machen wollt. Ich habe es in meinem Fall hier verlegt. Dann geht es hier durch. Wie wir das gleich verkabeln, sage ich euch gleich. Ich habe mit David geredet, mit Individualleistung von dem 24-Stunden-Projekt. Dachhimmel bekommen haben, Lenkrad bekommen haben. Ihr wisst ja, David Individualeist macht ja auch Lenkräder. Wir haben miteinander gesprochen und ich habe gesagt, was ich vorhabe. Und er meinte dann so, ey, tatsächlich, Jonas, ich will sowas auch machen. Das heißt, er wird das bekommen, wird das Ganze verarbeiten. Könnt ihr das mit 4 Schrauben, könnt ihr das Ganze abbauen. Hier ist ein Stecker drin, das heißt, dieser Stecker kann man abziehen hier innen drin. Das könnt ihr rausholen, das könnt ihr neu beledern, wieder rein, fertig. Und dann sieht das Ding auch wieder neu aus. Mein Lenkrad ist natürlich ein bisschen zerstört, wir haben viele Kratzer, hier ist Leder und so weg. Das heißt, ich hätte so oder so irgendwann neu beledert, das Ganze. Und jetzt haben wir natürlich so ein M-Performance-Lenkrad daraus gemacht. So, kommen wir zum Einbau. Hier kommen 3 Kabel raus. Der eine ist Masse. Macht ihr am Massepunkt rein und das andere ist Plus. Dritte Kabel macht ihr in der Regel einfach nur abschneiden, abisolieren, das war's. Ihr müsst natürlich so verlegen das Ganze, dass es gleich später nicht an den Airbag drankommt. Sehr, sehr wichtig, auch schön isolieren, auch schön das Ganze verlegen. Ihr könnt das natürlich bei jedem Auto einbauen, was A, ein OBD-Stecker hat und Multifunktionslenkrad hat. Ne, ihr müsst nicht irgendwie hier Kabel verlegen oder so, müsst ihr nicht, weil das Ganze, jetzt kommen wir dazu, ihr habt so ein Modul, der über Bluetooth läuft. Das heißt, wir stecken das Ganze in den OBD-Stecker rein und das Ding ist schon verbunden. Und ihr werdet auch gleich merken, wie schnell die miteinander arbeiten. Ich war auch verblüfft. Ich dachte, okay, baue ich mir das Ganze mal komplett ab und verleg die Kabel, dachte ich. Weil ich dachte, hier ist noch ein weißer Kabel, das muss noch gemacht werden, dies muss gemacht werden. Und später habe ich nur gesehen, oh, du steckst das nur einfach in den OBD-Stecker rein. Das war's. Das finde ich schon geil. Achso, was ich mit dem OBD auch geil finde, ihr kennt das ja, ihr holt irgendwas, dann müsst ihr das in den OBD reinstecken. Jedes Mal, wenn ihr es auslesen wollt, dass ihr nochmal das rausstecken müsst und dann so Diagnosegerät rein. Die Leute sind ja schlau, guck mal, was die gemacht haben. Die haben einfach eine Verbindung reingesteckt.
was auch perfekt reinpasst. Also sehr durchdacht das Ganze. Ich weiß ja nicht, also ich mache keine Werbung dafür, ne? Also ich habe es ganz normal bezahlt. Und es war nicht günstig. Wir werden das Lenkrad schnell einbauen. Ich werde das Ganze hier verbinden. Und danach zeige ich euch mal, was er kann. Airbag-Arbeiten sollte keiner machen, der nicht dafür geschult ist oder ein Zertifikat hat. Und später, ich sag mal, Individualeis euch das anbietet, dann wird das sowieso so laufen. Ihr sucht euren Lenkrad aus, sagt, ich sag mal, BMW E46, macht ein Foto vom Lenkrad, so sieht der aus. Dann wird das schon bearbeitet, euch geschickt. Geht zu einer Werkstatt, lasst es ausbauen, lasst es einbauen und schickt das alte Lenkrad wieder zurück. Also warte mal, du tust nicht dein Lenkrad ausbauen, hinschicken und dann bearbeiten das, sondern ja, die haben schon Lenkräder da. Du sagst einfach nur, was du willst und dann bearbeiten die das, schicken dir das und ja, sobald du dann dein neues Lenkrad hast, schickst du dann dein altes zurück. Dann, ach, so funktioniert das. Ja, ja, klar. Okay. Weil, ja klar, müsst ihr erstmal Pfand zahlen und so weiter. Ihr kennt das Spielchen. Mhm. Sowas dauert bis zu 4 Wochen. Na gut, du kannst auch nicht 4 Wochen ohne Lenkrad warten. Ja, genau. Also es gibt ja Leute, die 4 Wochen einfach nicht das Auto irgendwo stehen lassen können. Und wenn es in dem Fall ist, in der Werkstatt ist, könnt ihr nicht in der Werkstatt 4 Wochen euer Auto stehen lassen. Darum wurde das so gemacht. So, ich zeige euch jetzt den Einbau. Also Batterie auf jeden Fall 1 Stunde abklemmen. Moni, du hast aber eine gute Frisur. Dankeschön. Das Ganze machen wir jetzt fest. Stecker wieder rein. Aber wenn die Batterie abgeklemmt ist, kann nichts passieren, oder? Sollte es nicht. Natürlich nochmal schauen, dass nirgendwo irgendwas dranhaut, weil das ist ja nicht geschraubt. Bei E46 ist das Ganze nur gesteckt. Einmal und zweimal. Das war's. Lenkrad ist fertig. Wir werden jetzt einmal OBD einstecken. Ich stecke das Ganze ein. Und das könnt ihr dann wieder an den Originalplatz reinstecken. Was hast du denn? Ich habe sofort an den Airbag gedacht. Adosch. Strom ist gefährlich. Airbag. Ich weiß ja, wie die Dinger platzen. Ja. Ja, deswegen habe ich auch Respekt. Wir haben doch ein Video. Das war's schon. Wenn ihr die beiden Stecker natürlich richtig angeschlossen habt, Plus und Minus. OBD-Stecker haben wir angeschlossen, das heißt, überbrückt das Ganze. Und jetzt müsst ihr ja normalerweise, wenn wir sofort starten, hier schon alles funktioniert. Okay. Gucken wir, ob wir alles richtig gemacht haben. Und hast gesehen, was da stand. Schon, wir haben die Drehzahl. Irgendwie fällt mir sofort Kit ein, wenn ich das sehe. Ja, Kit hatte das doch gar nicht gehabt. Nein, aber so Lichter irgendwie so. Ja. Ich habe jetzt extra groß eingestellt das Ganze. Ihr könnt das natürlich auch klein einstellen. Wir haben hier einen Kammanzeiger. Wir haben hier Wassertemperatur. Das soll, glaube ich, Außentemperatur sein. Keine Ahnung. Erkennt er bei mir leider nicht. Das kann ich auch nicht sagen, was das ist. Das weiß ich auch nicht. Also man kann natürlich viele Sachen machen. Jetzt kommen wir zu der Einstellung natürlich, das ist jetzt Drehzahl. Ne? Ihr seht sofort, guck mal, wie schnell er arbeitet. So. Dann kann man hier was einstellen. Das Geile ist hier, man kann auch sogar Zeit messen. Ne? Man kann einfach hier 0 auf 100 Zeit messen. Da braucht ihr nicht diese GPS-Box haben. Hier habt ihr es einfach 0 auf 100 könnt ihr messen, direkt am Lenkrad. 0 auf 200 messen oder man kann es sogar einstellen. Wenn ihr einen eingebauten Turbolader habt, ich sag mal, nehmen wir mal Golf 6, zeigt der euch den Ladedruck an. Ist das geil? Hier kann man das bestimmt auch einstellen, dass wir vielleicht für unseren Kompressor einen Ladedrucksensor einbauen und das Ganze irgendwie verbinden und dann zeigt er uns hier auch den Ladedruck an. Im Bar und im PSI kann man das Ganze einzeigen. So, wenn ich jetzt Gas gebe, habt ihr gesehen, ne? Die Striche, die könnt ihr schon mal einstellen. Hier zum Beispiel fängt das Ganze bei 1000 an. Wir können es sogar bei 500. Dass er bei 500 schon anfängt. Können wir machen. Ab
Dass da schon so Dauerleuchte. Genau. Wann sollen die rot blinken? Das könnt ihr nochmal einstellen. Ich habe das bei 4500 eingestellt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch, ich sag mal, der Motor ist nicht warm, lass uns mal bei 1500. Das heißt, wenn wir 1500 Umdrehungen haben, passiert genau das. Ne, ihr könnt das natürlich einstellen, wie ihr wollt. Ihr könnt bis 10.000 das Ganze einstellen. Ich lasse es so ungefähr bei 4,5. Lasse ich das da. Dieses M-Performance stand natürlich vorher nicht drauf. Das habe ich ja selber eingestellt. So, Select. Hier. LED-Color können wir auch einstellen. Wir können es weiß machen. Wir können alle Farben. Also, was es hier anbietet. Je nachdem, was eure Lieblingsfarbe ist, könnt ihr einstellen. Hier Blinker, genau, haben wir auch. Das ist geil. Alles schon? Ihr könnt alles einstellen. Ihr könnt die Helligkeit einstellen. Ihr könnt das auch komplett weglassen, dass ihr nur das habt. Das könnt ihr alles machen. Dann habt ihr auch dieses. Oh. Ja. Oder Mazda. Da habt ihr Mazda. Mhm. Mazda 2. Oder Mercedes. Stern. Ja. Und hier das bisschen AMG dann. Oh, Mercedes-Benz. Ganz schlicht. Was wird mich jetzt so. Oh, RS-Logo. Oh. Ah ja, das sieht schon geil aus. Nehmen hier. Oh, VW, vielleicht sehr interessant für den einen oder anderen. Airline. Mm. Nice. Was ist der Z? Z hat man dann. Was ist das? AMG. Das kenne ich gar nicht. Kenne ich auch nicht. AMG. Ja, sind schon. AMG sieht schon nice aus. Audi. Ah, okay. Das ist bestimmt mit den Ringen auch noch. Ne? Ja, ja, das ist bestimmt mit den Ringen geht's. Yes. Boah, BMW 2. Auch nehmen, wollen wir aber natürlich nicht. Oh, Ferrari. Das sieht ein bisschen vermurkst aus. Ich könnte die Helligkeiten einstellen. Ja, gucken wir mal ungefähr. Dann machen wir noch weniger. Blendet dich ja nachts auf einmal, ja. So. Was ist das? Du so bei jedem mal Gas gibst. Wie so Horrorfilme so. Was ist das? ADLC Anruf. Immer wenn ich Gas gebe, werde ich geblendet. Warum? Genau, ich bin geblendet. Haben Sie was eingebaut? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wo ich kommt das denn her? Sehen. Ich kenne das Lenkrad gar nicht. So, das mag ich dann. Guck mal, wie schnell er das auch annimmt, ja? Also wir müssen Airbag gleich einmal auslesen, mache ich jetzt gleich auch. Wir gucken jetzt, ob wir gleich Probleme haben werden, den jetzt auszulesen mit dem neuen Stecker. Ja, sehr interessant. So, okay. Verbindung hat das Ganze schon mal, das ist gut. Dann lesen wir ganz schnell einmal unser Fehler aus. So, wir sind ja immer noch hier im Umbau hier, ne? Dankeschön, dass du mir hilfst, aber Eidosch heute. Na klar doch. Bitte schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet mit dem Lenkrad. Meint ihr, es ist zu kitschig, so muss nicht sein? Oder meint ihr, das muss jedes Sportauto haben? Was meinst du, Eidosch? Würdest du jetzt bei deinem Auto, würdest du sowas haben wollen? Nein? Warum? Ich mag das nicht so blinken. Aber da werden die Meinungen noch auseinandergehen, wirst du sehen. 50-50, sage ich. Der eine wird es feiern, der andere nicht. Da muss man Lichter und so mögen, sowas. Weiß nicht. Also ich mag dezente Sachen. Was Hast ist denn das? Dezent für dich? Soll er noch einmal leuchten? Der soll gar nicht leuchten. Ich sag dir, denk jetzt 5 Jahre weiter, mindestens jedes Sportauto haben. Mindestens. Also in meinen Augen,
wird das bei jedem Auto drin sein. Weil das Lenkrad wird sich weiterentwickeln. Irgendwann wirst du noch mehr Display haben. Das heißt, ich sag mal, Navigation wird dir auch anzeigen dann. Dann sagen, ey, hör mal, hier rechts abbiegen, nach 400 Metern. Irgendwann gibt es bestimmt so riesen fette Lenkräder, wo ja. Bordcomputer mit drauf ist. Aber wenn man solche Hände braucht wahrscheinlich. Nein, die werden, also ich bin der Meinung, die werden das machen. Guck doch mal einfach, was mit den Tachos passiert. Jedes Auto jetzt zum Beispiel, jedes Tacho, also jedes neue Auto zum Beispiel, hat ein Digitaltacho. Am Anfang wird das auch nicht gefeiert. Aber was ist los? Das Ganze hat sich doch irgendwann durchgesetzt. Das heißt, die ganzen neuesten Autos werden jetzt alle auf digital umgebaut. Was ist noch näher? Es ist das Lenkrad. Und bei diesem Lenkrad werden wir das irgendwann früher oder später machen. Also ist meine Meinung, dass man echt Navigation drauf sehen wird. Ich sag mal, Motortemperatur, vielleicht wenn er einen Fehler hat, wenn man blinkt, toten Winkel zum Beispiel. Na, sowas würde ich feiern. Ja, aber sowas. Mit dem toten Winkel. Das wird 100 Pro irgendwann geben. Weil das ist einfach, erstmal, ist das sowieso eine Marktlücke und das wird irgendwann so, wie es kommt. Vielleicht gibt es das ja schon, ich weiß es nicht. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Airbag-Steuergerät sind wir reingekommen. Natürlich Warnung, das und dies und jenes, klar. Hier seht ihr, wir sind ganz normal schön reingekommen. Natürlich hier Sitzbelegung, vorne rechts habe ich so ein Problem, hier Widerstand zu groß und so weiter. Da muss ich irgendwann mal das Ganze machen. Fehler wurde gelöscht, ein Fehler wurde nicht gelöscht. Doch, wurde gelöscht. So, Fehler wurde gelöscht. Lieb einfach Bosch. So, und jetzt gucken wir mal, ob der Fehler weg ist. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und wie gesagt, Individualeis wollen das Ganze natürlich irgendwann anbieten als Komplettpaket. Das kann noch ein bisschen dauern, das Ganze. Die sind dabei, weil die wollen das natürlich so günstig wie möglich anbieten. Weil ich selber habe für das Ganze 400 Euro bezahlt. Der eine oder andere wird jetzt sagen, bei AliExpress oder Wish ist es billiger. Nein, ist es nicht. Da steht irgendwie 70 Euro oder so. Dann klickt ihr da drauf und dann seht ihr auf einmal 270 oder 300 Euro. Dann kommt noch Versand dazu, seid ihr bei 350 Euro. Und was viele jetzt zurzeit vergessen, ist, ihr müsst Zoll bezahlen. Es ist das neue Gesetz. Fragt mich nicht was, warum, weshalb. Das heißt, egal was ihr macht, ihr seid sowieso bei 400 Euro. Nächste Woche werden wir bei T21 sein. Und da werden wir eine Riemenscheibe für unseren Kompressor einbauen und gucken, was das Ganze als Leistung sofort gibt. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Feiertage. Wenn wir uns dieses Jahr nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch natürlich einen guten Rutsch. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Kfz-Tutzi. Bis dann, haut rein. Ciao. ADLC-Anruf. Immer wenn ich Gas gebe, werde ich geblendet. Warum? Ich bin geblendet.